Dies ist die Zeit der Freue dich, Stadt Jerusalem, seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute an diesem vierten Fastensonntag diesen Gottesdienst hier in dieser kleinen Hauskapelle im Haus der Gemeinschaft San Egidio, weil wir nicht zusammen sein können, wie üblich am Sonntag in der großen Gemeinschaft, die wir feiern. Aber durch diese Epidemie des Coronavirus müssen wir diese Vorschriften einhalten, der Vorsicht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht verbunden sind. Dieser Gottesdienst bringt zum Ausdruck, dass wir in dieser großen Gebetsgemeinschaft auch über die physische Distanz vereint und verbunden sind. Bereiten wir uns vor und rufen wir Gott um sein Erbarmen an. Herr Jesus, du bist das Licht der Welt, erbarme dich unser. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr Christus, du heilst die Blindheit des Herzens, erbarme dich unser. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Herr Jesus, deine Liebe kennt keine Grenzen, erbarme dich unser. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lass die Posaune erklingen, versammelt das Volk auf dem Zion, holt alle Alten, die Säuglinge und Kinder, denn es kommt der Tag des Herrn. Kommt zu mir, alle Völker, verlasst eure Kammer, versammelt euch, es ist der Tag des Herrn. Kehrt um zu eurem Gott und ruft seinen Namen an, wer ihn anruft, der wird gerettet werden. Lasst die Posaune erklingen, versammelt das Volk auf dem Zion, holt alle Alten, die Säuglinge und Kinder, denn es kommt der Tag des Herrn.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu dem Bethlehemiter Isai, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbt. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war wirklich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Hauen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt
sie viel mehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wacht auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit. So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Es war aber Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, und ich wusch mich, und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Durch dieses heilige Evangelium nehme der Herr hinweg all unsere Sünden. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, O Herr, König der ewigen Herrlichkeit.
Liebe Schwestern und Brüder, wir erleben schwierige Tage in dieser Krise. Das Coronavirus führt dazu, dass wir uns weniger sehen können und isolierter voneinander sind. Die Vorsicht vor der Ansteckung gebietet, dass niemand gefährdet wird, vor allem nicht die Älteren und Schwächeren unter uns. Von diesem Gottesdienst aus möchten wir alle herzlich grüßen, denn die Gemeinschaft unter uns bleibt bestehen, sogar wird sie in dieser Zeit vertieft. Trotz der physischen Distanz sind wir nicht fern voneinander. Das Gebet und die Freundschaft vereint uns mehr in dieser Stunde der Prüfung. Wir denken besonders an die Kranken, an alle, die unter der Isolation besonders leiden. Heute feiert die Kirche den vierten Fastensonntag, der, wie wir wissen, den Namen Letare trägt. Freude nach dem Eingangsvers der Liturgie. Er möchte uns schon auf die Freude von Ostern einstimmen. Doch wir tun uns schwer, in dieser Krisenzeit Freude zu empfinden. Wir spüren vielmehr die Sorge, das Drama dieser Tage, so vieler Kranker in Italien und vielen Teilen der Welt. Und nicht nur das, auch das Drama vieler, die in diesen Tagen vergessen werden, während die Aufmerksamkeit ganz vom Coronavirus in Anspruch genommen wird. Die Flüchtlinge auf Lesbos und in Libyen in einer furchtbaren Lage, die Länder im Krieg wie Syrien oder der Südsudan, die Gewalt in vielen Ländern wie im Norden von Mosambik, wo unsere Gemeinschaft lebt. Denken wir an alle in unserem inständigen Gebet. Vielleicht fragen wir uns an diesem Sonntag Letare, wie kann man sich freuen, während so viele leiden? Die Freude dieses Sonntags kommt vom Herrn, kommt von dieser Liturgie. Denn der Herr kommt, um das Leben zu retten. Der Herr kommt, um die Menschen nicht allein zu lassen in Leid und Krankheit. Das ist der Trost dieser Tage, der Trost, der von Ostern kommt, vom Sieg des Lebens über den Tod und alles Leid. Dieser Trost, diese Hoffnung leuchtet heute auf, wie es die Liturgie auch in der veränderten Farbe rosa des Messgewandes zum Ausdruck bringt. Das finstere Violett wird sozusagen schon vom österlichen Licht erleuchtet. So erleuchtet der Herr heute in dieser Feier unsere Herzen. Er nimmt uns die Angst dieser Tage, richtet uns auf und all unsere leidenden Schwestern und Brüdern durch die Hoffnung, dass sein Licht stärker ist und alle Dunkelheit besiegt wird. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus zu den Jüngern, während sie und die Pharisäer in strukturellen Fragen über die Schuld verstrickt sind. Ja, leider ist man schnell dabei, jemanden die Schuld für das Unheil zu geben. Wer hat gesündigt? Man kann sich lang damit beschäftigen, Schuldige zu suchen, Vorwürfe zu machen. Jesus geht nicht auf diese Diskussionen ein. Er antwortet mit dem Einzigen, wozu er in die Welt gekommen ist. Denn Gott, so sagt er, hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus hilft, Jesus rettet, das sagt auch sein Name. Gott hilft, Gott rettet. Sein Handeln ist ganz konkret. Er formt einen Teig aus dem Staub der Erde, legt ihm den Blinden auf die Augen und heilt ihn. Das ist die Barmherzigkeit, das ist die Liebe, die Heilung und Leben schenkt. Das hat Gott am Anfang der Schöpfung getan. Er hat aus dem Staub den Menschen gebildet und ihm Leben geschenkt. In dieser Fastenzeit wurde uns am Anfang Staub aufs Haupt gelegt, damit das Leben in uns erneuert wird, damit wir von der Blindheit befreit wird, jener Blindheit, die vor allem unser Herz betrifft. Eine Blindheit, die im anderen die Not nicht sieht, das Bedürfnis nach Hilfe und Freundschaft, die Gebrechlichkeit im eigenen Leben nicht erkennt, dass auch wir auf Freundschaft angewiesen sind. Lassen wir, Schwestern und Brüder, das Diskutieren über nutzlose Fragen. Heute kommt der Herr zu uns
und befreit uns von unserer Blindheit des Herzens. Er erleuchtet unser Herz mit seinem Licht, damit wir ihn als unseren Herrn und Heiland erkennen, damit wir selbst zum Licht werden. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Gerade in dieser Zeit der Dunkelheit, der Krankheit, der Dunkelheit für so viele Leidende, dürfen wir uns nicht verschließen. Wir müssen uns vom Herrn erleuchten lassen. Ja, auch eine angeborene Blindheit, wie die so natürliche Gewohnheit, nur uns selbst und niemals das Bedürfnis der anderen zu sehen, auch diese angeborene Blindheit kann geheilt werden. In dieser finsteren Zeit, in der viele nicht wissen, was sie tun und denken sollen, in der wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, brauchen wir ein Licht, damit wir sehen können, damit wir uns nicht verlieren. Dein Wort ist Licht für unsere Pfade, lehrt uns der Psalm. Der geheilte Blinde ist ganz verwandelt. Er muss nicht mehr elendig betteln und sich dabei noch beschimpfen lassen. Jetzt hat er eine innere Kraft, eine große Stärke, die sich deutlich im Gespräch mit denen zeigt, die ihm nur Vorwürfe machen und das Wirken Gottes nicht erkennen können, weil ihr Herz blind ist. Der Blindgeborene ist geheilt und erkennt die Größe Gottes, die in Jesus wirkt. Er findet zum Glauben an Jesus. Das ist das wahre Sehen, der Glaube an den Herrn. Ich glaube, Herr. Jesus nimmt ihn auf, um mit ihm Licht in der Welt zu sein. Heute fragt er auch uns nach unserem Glauben und ruft uns auf, Licht zu sein in dieser finsteren Zeit. Der Apostel Paulus schreibt: Denn einst wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Schwestern und Brüder, liebe Freunde, freuen wir uns, denn wir waren in der Finsternis, wir waren allein. Doch der Herr hat uns aufgenommen, er hat uns von der Blindheit befreit und jetzt, hier in diesem Gottesdienst, auch über das Video, auch wenn wir nicht beieinander sind, sind wir im Licht des Herrn. Bringen wir die Werke des Lichtes hervor, Güte, Gerechtigkeit, Freundschaft, Barmherzigkeit. Seien wir gut zu allen in diesen schweren Zeiten, mit denen wir zusammenleben, mit denen, die krank sind. Üben wir Barmherzigkeit mit denen, die besonders in dieser Zeit leiden. Auch wenn vieles verschlossen ist, öffnen wir unser Herz. Seien wir gut auch durch unser Gebet für die Kranken, für die Leidenden, für die Länder im Krieg. Trotz der Sorge freuen wir uns heute, denn der Herr ist unser Licht. Der Herr verlässt uns niemals. Sein Licht, so glauben wir fest, ist stärker als alle Finsternis, auch als die Dunkelheit dieser Krankheit. Sein Licht von Ostern leuchtet in unseren Herzen. Amen. Schwestern und Brüder, bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Hier sitzt du Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schwestern und Brüder, rufen wir im Gebet zu unserem Herrn und Heiland, im Vertrauen, dass er all unsere Bitten hört und uns immer nahe ist. Kyrie eleison. Herr Jesus, du hast dem Blindgeborenen die Augen geöffnet. Vertreib in uns alle Konzentration auf uns selbst und führe uns in diesen schwierigen Tagen durch dein Licht, um unseren einsamen und ärmeren Schwestern und Brüdern zur Seite zu stehen und ihnen in ihrer Not zu helfen. Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich für die Kirche, dass sie nach dem Beispiel Jesu ein Licht für die Welt sein kann, allen das Evangelium weitergibt, das Quelle des Lebens, der Hoffnung und der Auferstehung ist. Stütze und behüte unseren Papst Franziskus. Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich für alle, die vom Coronavirus betroffen sind. Stärke die Verantwortlichen für das Gemeinwohl durch dein Licht, damit sie fähig sind, sich um die ihnen anvertrauten Menschen kümmern können. Erfülle alle Wissenschaftler mit Intelligenz, die Mittel und Wege für die Gesundheit und das leibliche Wohl der Schwestern und Brüder suchen. Kyrie eleison. Herr, du erfüllst alle verwundeten Herzen mit neuer Hoffnung. Erneuere das Antlitz der Erde. Befreie sie von allem Bösen und vor allem vom Krieg, dem Vater aller Armut. Wache über alle Länder, in denen Konflikte sind, vor allem über den Südsudan. Stütze den Wunsch nach Versöhnung und Frieden. Kyrie eleison. Herr, wir bitten für die alten Menschen, für die Bedürftigen, für die, die im Heim sind, dass ihr Leben vor allem Bösen bewahrt werde. Lass niemanden in die Verzweiflung der Verlassenheit und Entmutigung geraten. Kyrie eleison. Herr, wir bitten für unsere Verstorbenen und denken an alle, die in diesen Tagen von der Krankheit des Coronavirus hinweggerafft wurden, überall auf der Welt. Schenke vor allem Herrn Heilmann, Herrn Popp, Frau Rothemel, Herrn Pickel, Herrn Braun, Frau Siemens, Frau Schulz, Frau Hofmann und Herrn Bernd Anteil an der ewigen Freude in deinem Reich. Kyrie eleison. Gütiger und barmherziger Gott, du lässt uns immer deine Nähe spüren durch deinen Sohn Jesus Christus, besonders in diesen schwierigen Tagen, allen denen, die leiden unter dieser schweren Krankheit. Richte alle auf, schenke uns allen deine Hoffnung, die in diesem Gottesdienst aufleuchtet, und erhöre uns in deiner Güte, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben
Wir bringen dir Brot und Wein, Brot, das aus vielen Körnern bereitet. Wir bringen dir Brot und Wein. Schenke deine Kirche was, diese Gaben voll Geheimnis bezeichnen. Einheit und Frieden, darum bitten wir dich, Herr. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben, wir bringen dir Brot und Wein. Wein, der aus vielen Trauben gewonnen, wir bringen dir Brot und Wein. Schenke deine Kirche was, diese Gaben voll Geheimnis bezeichnen. Einheit und Frieden, darum bitten wir dich, Herr. Lasset uns beten, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns gläubig und ehrfürchtig, das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, aber er macht uns zu seinen Kindern, durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Ägidius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr und unserer Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Singen wir in der Verbundenheit mit all unseren Schwestern und Brüdern das Friedenslied und wünschen wir ihnen dadurch unseren Frieden. Friede sei mit dir für alle Zeit. Friede sei mit dir für alle Zeit. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir für alle Zeit. Friede mit euch, Friede mit dir, Jesus zum Frieden mitten mir. Friede mit euch, Friede mit dir, Jesus zum Frieden mitten mir. Friede sei auf der ganzen Welt, Friede sei auf der ganzen Welt, Friede sei auf der ganzen Welt, Friede sei auf der ganzen Welt. Friede mit euch, Friede mit dir, Jesus zum Frieden bitten wir. Friede mit euch, Friede mit dir, Jesus zum Frieden bitten wir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr, der uns in dieser Fastenzeit führt auf den Weg der Umkehr, er segne und behüte uns. Er lasse uns sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Amen. Das gewähre uns und allen, die mit uns verbunden sind, der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Durch die Gnade des Geistes bin ich mit dem Herrn tief verbunden. Dies erfüllt mich mit einer großen Dankbarkeit und Freude.